Strom sieht sehr gut aus. Und wie lange dauert es, diesen einen doofen Wagen zu befüllen? Na gut, sind 3000 Eisen, aber. Na, was soll's. Also, Roboport. Roboport einfach irgendwo hinknallen, ist eigentlich ziemlich egal, wo. Denn es muss in einem gelben Bereich sein. Also, bapp den mal hier hin. Dann kriegst du 10 Roboter, du kriegst ein Autosave, du kriegst Repair Packs, du kriegst eine Provider Chest und in der Provider Chest sind Mauern. Baut da nochmal so Billigtürme hin, damit sie eventuell eine Kugel fangen. Noch irgendwas in die Kiste? Wüsste nicht was. Okay. Das heißt, wir sind fertig. Also Verteidigung könnte auch wesentlich besser sein, aber das lässt sich jetzt auf die Schnelle so nicht ändern. Können unser Tungsten weiterverarbeiten zu den Mauern da. Obwohl, nein, 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 stopp, 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 stopp. Wir brauchten richtig viel Tungsten für den Drill, richtig? Ja, 500 Tungstenplatten. Das würde ich doch ganz gerne dann auch vorrätig haben, damit ich möglichst schnell den 6er-Drill bauen kann. Nicht jetzt wegen dem Eisen hier, das klappt ja einigermaßen gut, sondern wie bereits vor ein, zwei Folgen erwähnt, damit wir so ein Kristallfeld einfach mal wegmähen können. Das klingt schon ganz schick. Und ich glaube, ich schicke den Zug jetzt doch schon nach Hause, weil da sollte langsam mal wieder Eisen ankommen. Also geh nach Hause und komm dann wieder hierher. So, jetzt wartest du hier 200 Sekunden, ne? Okay. So. Ich hoffe, das ist noch drin geblieben. Und jetzt können sich die Kisten füllen. Die sollten sich nur füllen bis zu zwei Stacks. Das sollte auf jeden Fall machbar sein, bis der Zug wieder hier ist. Und dann werden die hier auch komplett gefüllt. Und wir haben dann zwei Stacks A 200, richtig? Ich glaube, 200 war jetzt der Größe. Also 400 Eisenerz pro Ding. Und das geht auf keinen Fall auf. Das passt viel mehr rein als. Wie sind das, wie viele Ärmchen pro Waggon? 7 Ärmchen oder so pro Waggon. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Ja, 7 pro Waggon. 2800 Eisenerz wäre das nur. Waggon passt bestimmt mehr rein. Also es sollte eigentlich mehr sein als 2 Stacks. Aber da ich will, dass die hinteren auch was abbekommen, lassen wir es einfach so laufen. Gut, was sagt das System? Das System. Was machst du hier? Achso, du. Das ist ein Problem. Das Ding wird zu schnell entladen. Okay, also wir brauchen mehr Eisen. Wie kriegen wir jetzt mehr Eisen dahin? Wir könnten das doch aufteilen. Okay. Wir machen das folgendermaßen. Die hier sind so rum. Ja. Und es kommt von hier unten. So. Ich habe keine billigen Drills mehr. Nur die ganz billigen. Ja, nee, komm. Hier sind wir jetzt ja schon weiter drin in der Basis. Das heißt, kein Spucker sollte bis hier rankommen. Wir nehmen also den Power Drill, pappen den hier hin. So, und dann bauen wir auf der anderen Seite den anderen Power Drill. Damit die Seite hier auch gut abgedeckt ist. Und die verbrauchen alle tierisch viel Strom. Ich brauche mehr Module. So. Und jetzt wird die Seite auch befüllt. Ja, guti. Das klingt nach einem guten Plan. Und jetzt müssen wir nach und nach halt die immer verschieben und die verschieben, bis das ganze Feld hier weg ist und dann gehen wir zum nächsten. Die Heuschrecken, die wir halt sind. Ja, und die werden jetzt noch früher abgefangen. Okay. Das heißt, ab nach Hause. Vorbereiten, den Mining Drill 6 gleich zu bauen, also die ganzen Ressourcen auf Tasche haben. 250 Lila Chips. Ja. Was brauchen wir für Lila Chips? 5 blaue. Ganz viel Bundled Wire. Ja.
Okay, also das wird nicht jetzt gleich machbar sein, sobald die Forschung da durch ist. Da brauchen wir was anderes. Du bitte erstmal weg. Hier hätte ich ganz gerne 500. 500, genau. So. Gib her, gib her, gib her. Zeigt mir die Daten. Eisen ist auf 33.000 runter. Ja, ist noch okay. Leichen bitte alle weg, 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 weg. Und ich brauche nicht so viele Stier-Gewheels. Ja. Also, ich baue jetzt eine Anlage für Bundled Wire. Ich brauche eine Anlage für die Dinger, die aber stark beschränkt ist. Was sagen grüne Chips inzwischen? 3200. Rote Chips fehlen, ja. Das könnte daran liegen, dass hier noch alte Fabriken benutzt werden. Und dass Module nicht komplett ausgereizt sind oder sowas. So. Dadurch werden wir jetzt wieder dafür sorgen, dass nicht genug Grüne da sind, aber das ist dann halt so. Blaue? Blaue sind genau 400, weil die Kiste halt beschränkt ist. Das ist okay, das ist okay. Wo packe ich die Lila-Dinger hin? Hier, würde ich sagen, ne? Bei den anderen. Ja. Das heißt, du stellst bitte Lila-Chip-Dinger her. Dafür kriegst du zwei Kisten. Was ist da? Irgendwas Unwichtiges. Das da, das da, das da. Rein, raus. Du bekommst Bundled Wire. Zinkplatten. Ja, Zink, nicht Zinn. Zinkplatten. 20 Stück. Bundled Wire auch nur 20 Stück oder so. Bum, 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 bum. Ja, so. Und blaue Chips. Blaue Chips bekommst du bitte nur 20. Du brauchst 5 für einen lila Chip und das passt dann schon irgendwie. Geschwindigkeit müssen wir gucken, wie viel du da brauchst. Keine. Der Chip war instant fertig. Also es mangelt nicht an der Geschwindigkeit. Es mangelt dann nur in Rohstoffen. Ja, goodie. Das heißt, als nächstes bauen wir jetzt die Fabrik, die Bundled Wire herstellt. Kommt dann hier hin. Dunk. Dunk. Raus, rein. So, Bundled Wire braucht Red Wire, Green Wire, Zink und Rubber. Wir haben keine Fabriken für Red Wire und Green Wire. Die buffen wir also da mal hin. Und die Anlage hier kommt später weg. Ich werde irgendwo, wo noch Platz ist, eine richtig schöne Anlage machen für alle verschiedenen Edelsteinarten. Von der ersten Stufe bis zur letzten. Weil hier ist kein Platz, um jetzt auch noch blau und rot und so weiter hinzupacken. So, hier aber jetzt. Zack. Und zack. Flup, 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 flup. Ich baue jetzt irgendwie aus Reflex mit den schnellen Ärmchen. Also nicht den sehr schnellen, sondern den schnellen. Und oh, beschränken. Warte, 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 warte. Ich muss nur daran denken, dass bei manchen Sachen. So. So. Dass bei manchen Sachen wirklich auch schnellere Ärmchen gebraucht werden. Aber ich glaube, bei diesen Ditec-Sachen, die gingen alle recht schnell. Das Problem war halt nur die Ressourcen. So, du stellst jetzt her. Roter Draht. Das ist Draht und ein grüner Chip. Grüner Chip. Draht. Nicht so viel. Nicht so viel. Shift rechts, Shift links. Ich denke mal, der grüne Draht braucht das gleiche. Ja. Dich beschränken. Ja, mach mal lieber zwei Stacks. Dich beschränken auch auf zwei Stacks. So, das müsste eigentlich jetzt schon arbeiten, oder? Ja. Goodie. Die hätten wir also schon mal. Hier hin zurück. Du hättest gerne grünen Draht. Roten Draht.
Rubber? Rubber? Und Zink. Da. Zink. 20. Dich beschränken wir auf ein Stack. So. Das geht schnell. Apropos, ich hätte auch ganz gerne für den Eigenbedarf wieder... Was bist du? Silikon. Ah. Ja, schön. Wir haben Plastik, Rubber und Silikon. Das wird... Und die Claybricks sind zurück. Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet. Gibt es inzwischen wieder eine neue Mauer? Playerport? Was? Nein. Was wollte ich jetzt? Rubber. Rubber, Rubber, Rubber. Hätte ich gerne für den Eigenbedarf immer 200 dabei. Und das mit dem Draht scheint schon mal gut zu funktionieren. Okay. Das heißt, hier hängt das jetzt echt nur von den blauen Chips ab. Wovon wir eigentlich noch genug haben, aber die Roboter anscheinend keine hier hinbringen wollen. Oder der Weg ist zu lange. Ja, okay, dann erhöhe das mal auf 50. Und schmeiß unsere 50 damit rein. Ah, wird eine ganze Weile dauern, bis wir auf 250 kommen, aber ist dann halt so. Was haben wir noch so alles zu erledigen? Nix, oder? Kupfer läuft, Eisen läuft wieder, wenn auch nicht ganz so schnell. Das sollt ihr vielleicht einmal beobachten. Ah ja, genau, und feintunen. Wie lange das hier braucht und so weiter. Wobei der Zug halt 300 Sekunden oder so da oben rumdümpelt, was nicht ganz so toll ist. Ja, und der Zug hier oben macht gerade gar nichts. Den müssten wir eigentlich irgendwo anders hinschicken. Aber das mache ich dann erst, wenn das obere Kupferfeld leer ist. Dann fährt immer eine Bahn zum Kupfer, eine Bahn zum Eisen. Und nur die Kolonien wechseln dann halt durch. No, und kein Zug kommt. Was mache ich denn mit dem Spielercrafting so lange? So, hier. Stimmt, wir wollten ein Effektivitätsmodul holen. Okay, ich sehe es kommen. Ich gehe jetzt nach oben, genau, und dann kommt der Zug an. Wenn ich wieder unten ankomme, sind wir weggefahren. Behalte dich im Auge. Nicht die. Die. Zack. So. Kein Zug da. So, ich kann auf der Karte gucken. Was? Also, da ist keine Radarschüssel, deswegen. Radar ist aber ein gutes Stichwort. Ich sollte mal... Oh, hallo, Bahn. Klappt. Oh, ja, gib mir eben. 2000. Wenn er jetzt losfährt und es ist immer noch was drin, dann weiß ich, dass wir wirklich die Kapazität erhöht haben. Aber das sieht gut aus. Nehme ich mal mit. Zack. Und fast gleichzeitig. Sehr schön. Also hier unten ist schon mal perfekt getimed. Das Befüllen wird nicht hinhauen. Weil es wird auf jeden Fall nicht voll werden. Selbst innerhalb der 300 Sekunden nicht. Richtig. Ja, und die zwei Stacks sind erstmal nicht ganz voll gewesen, als ich angekommen bin. Und sind jetzt gleich auch leer. Das Ding, ja, bei weitem nicht voll. Irgendwie arbeitet das Ding da überhaupt nicht. So, wahrscheinlich nur, weil, ne, die hier vorher am Futtern sind. Stell mal aus. Ja, kann ich nicht ändern. Also wenn wir später noch schnellere Fließbänder haben und noch bessere Ärmchen, Zugkiste zu Ärmchen-Dinger, dann haut das schon hin. Und es ist Kiste zu Ärmchen zu Kiste. Ja. Aber das ist okay. Ist auf jeden Fall wesentlich besser als bei Eisen 1. Bei Eisen 1 war ja das eine fast voll und das andere nur halb leer. Und hier sind beide dreiviertel voll oder so. Ah, ist okay. Alles am Arbeiten, alles am Arbeiten. Ich habe keine Türme mitgenommen. Ist aber nicht so schlimm. Die meisten Sachen kommen ja nur von oben.
Ich könnte mal da aufräumen gehen. Ja, warum nicht? So eine Bedrohung in der Nähe ausschalten. Kann ich schaden. So, ist nur noch ein Wurm. Ja, gut. Das machst du bitte mit dem Ding. Müssen wir keine tolle Munition für verschwenden. Das hätte ich gern dabei. Was macht ihr da? Oh. Was? Ah, das ist ein Stoßtrupp. Die halten sich an die Königin. Also die Königin wartet schon irgendwo hin und der Trupp bleibt immer in der Nähe von der Königin. Aber wenn sie gleich. Und auch nicht. Weil wenn sie gleichzeitig laufen würden, dann würden die ja immer schneller ankommen. Was machen die? Also ja, sie laufen meiner Laser, aber die laufen einen sehr komischen Weg zu meiner Basis. Die ignorieren mich völlig. Na gut. Das könnte jetzt wehtun. Ja, das ist nämlich mein Drill gewesen. Nee, Silver Topaz Tower. Der jetzt repariert werden müsste, richtig? Richtig, okay. Seid ihr Spucker oder Beiter? Beiter, okay. Die sind anfällig für Schrotmunition? Nee, es sind die Lasertürme. Menno. Na gut, mach den kaputt. Ich sammle hier mal etwaige Eier auf. Und Könige und was weiß ich. Weg. Weiter aufsammeln. So. Also Stoßtrupp erledigt, das ist schon mal sehr gut. Die hätten vielleicht irgendwo eine Basis gebaut. Und der Drill ist fertig. Also, ja, könnte jetzt gebaut werden. Könnte noch zweimal Shotgun-Damage erhöhen, falls ich mit der alten Schrotflinte schießen will, um Munition zu sparen. Nee, das hier ist ziemlich wichtig gerade. Inserte Item Stack Size Bonus 4. Ich finde Kiste, Ärmchen, Kiste einen besseren Namen. Aber sei es drum, erforscht das bitte. Da sind fast nur Würmer. Trotzdem mache ich das mal weg. Crunch, 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 crunch. Und gleich wird es wieder grün. So, noch irgendwas im Einzugsbereich. Ja, also erstmal ja die da, aber die kann ruhig da bleiben. Da haben wir recht viele Topaztürme. Und da ist noch eine kleine Basis. Die schnappe ich mir, glaube ich, noch. Auch wenn es hier recht nervig ist mit den ganzen Bäumen. Und ich keine Giftkapsel mehr habe. Na, aber sei es drum. Ja, ein paar Könige. Aber nur zwei Spawner. Das sollte gut machbar sein.